sich hier als Notenschreiber im Schloss zu verdienen. Ja, ich erinnere mich. Er wurde angenommen und lernt die Lampenputzerin Anna Fischer kennen. 19 Jahre jung und nimmt das Mädchen in Schande. In Schande. Das Produkt das der Schande. Ich mir gedacht, dass Gottlieb Fischer letztlich das Produkt eines Fehltritts ist. Ja. Und jetzt, am 4. März 1825, kommt plötzlich Gottlieb Fischer zur Welt. Und jetzt sagt Gottlieb, das war mein Ur-Urgroßvater. Ich sag, siehst du, du stammst von Mozart ab. 2 Tage später klingelt bei mir nachts das Telefon und sagt, da weißt du, ich bin ganz glücklich. Jetzt weiß ich, warum ich mich nach Salzburg so hingezogen fühle.